Also man sieht immer, wenn man erfolgreiche Produkte oder Unternehmen sieht und es berichten die Medien drüber, dann hört und liest sich das alles so einfach. Ja, oh, WhatsApp wird für eine Milliarde gekauft von Facebook. Ja, schön und gut. Aber man hört ja gar nicht von den Millionen anderen, die irgendwie aufgeben und die nicht funktionieren. Und man kann sich nicht vorstellen, wie viel Arbeit hinter so einem Produkt steckt. Herzlich willkommen zur Skillbyte Podcast Episode Nummer 27. Erfolgreiche Tech-Produkte bauen, so geht's. Abonniert unseren Kanal für mehr spannende Themen aus dem Technologieumfeld. Wenn ihr eine Frage habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@skillbyte.de und lasst uns eine Bewertung und ein Feedback da. Darüber freuen wir uns immer sehr. Ich bin heute hier wieder mit meinem Stammgast Masia. Hallo Masia. Hallo Maurice, grüß dich. Hallo du Evergreen-Gast. Heute sprechen wir über Technologieprodukte, ein super spannendes Thema, ein absolutes, ja, ich möchte auch sagen, Hype-Thema. Viele Publikationen drehen sich ja darum, man müsste einfach nur eine Idee implementieren und schon hätte man das Riesen-Online-Business. Aber wie wir selber aus leidvoller Erfahrung wissen, ist das gar nicht so einfach. Ja, das ist wohl richtig. Das ist ein gewisser Wandel im Gange. Das hat im Prinzip jeder Versuch, diese Startup-Mentalität nachzubilden. Also ich habe auch sehr viel, ich will jetzt nicht sagen, dass ich erfolgreiche Produkte bauen kann, wie jetzt Raketen oder sonst wer, aber ich habe einfach viele Fehler gemacht. Und da will ich auch gleich ein bisschen was von erzählen, in der Hoffnung, dass vielleicht es einigen anderen erspart bleibt. Genau, also was mich etwas stört, ist, dass in der Literatur, also dieses Lean Startup Movement führt oder ist da federführend, das noch weiter zu pushen, dass es so dargestellt wird. Es ist alles total einfach. Du brauchst nur eine Idee, setz dich hin, code das runter und schon läuft das Ganze. Und das ist ja beileibe nicht so. Nee, also man sieht immer, wenn man erfolgreiche Produkte oder Unternehmen sieht und es berichten die Medien drüber, dann hört und liest sich das alles so einfach. Ja, oh, WhatsApp wird für eine Milliarde gekauft von Facebook. Ja, schön und gut. Aber man hört ja gar nicht von den Millionen anderen, die irgendwie aufgeben und die nicht funktionieren. Und man kann sich nicht vorstellen, wie viel Arbeit hinter so einem Produkt steckt. Absolut. Da muss man fast immer ein bisschen schmunzeln, ne? Du hattest bestimmt auch schon Gespräche mit Freunden oder Bekannten, die sagen, ja, ich habe eine Idee, aber ich möchte nicht so darüber sprechen, weil sonst nimmt sie mir jemand weg und dann verliere ich die Idee und jemand anderes wird damit ganz reich. Also daran erkennt man die Anfänger, würde ich sagen, weil die Definitiv. meisten Menschen haben einen Job, die meisten Menschen haben auch ein Leben und es ist nicht so, wenn jetzt jemand von einer Idee hört, dass man alles stehen und liegen lässt, sein Leben aufgibt und sagt, ja, genau das mache ich jetzt, um die Idee zu stehlen und damit erfolgreich zu werden. Also ja, es wurden Ideen übernommen in der Vergangenheit, aber zu einem ganz anderen Zeitpunkt und auch mit einer ganz anderen Zielsetzung, ne, wenn man schon ein Unternehmen hat, meistens. Ja, und zumal die Idee an sich betrachte ich so als, ich sag mal, 10% an einem erfolgreichen Produkt. Ich würde sogar 1% Oder vielleicht sagen. sogar 1%, keine Ahnung. Der Rest ist echt Schwitzen. Deswegen ist so eine Idee mal raushauen, die den anderen aufschnappt. Ja, muss man jetzt nicht mit Posaunen gehen, aber also ist jetzt nicht so wild, finde ich. Oftmals sind die Ideen ja gar nicht so entscheidend. Ich meine, bleiben wir mal bei WhatsApp. Du hast es eben angesprochen, dass die SMS irgendwann durch einen Messenger auf Datenbasis abgelöst wird und man nicht mehr pro SMS 20 Cent bezahlt. Die visionäre Energie, die dahinter steht, halte ich mal für überschaubar, ja? Also da ist schon klar, dass sowas kommen wird, genau wie Videochats. Aber die Frage ist ja, wer macht es von den ganzen Playern, die es da draußen gibt, ne? Wer schafft das dann am Ende? Und das ist, genau wie du richtig sagst, Execution ist 99% des Weges. Ja, definitiv. Aber trotzdem finde ich immer, also egal wie hanebüchen manche Ideen sind, finde ich es immer klasse, wenn Leute sagen, ich habe eine eigene Idee und ich verfolge die jetzt neben meinem eigenen Job. Ich probiere das irgendwie aufzubauen. Ich habe diesen Traum, dass ich von meinem Produkt leben kann. Und es gibt auch viele Menschen, die das können. Wir erinnern uns an dieser Stelle an die Geschichte von Ten Fast Fingers. Ich glaube, das ist unsere Episode Nummer 21, wo der Chris genau beschrieben hat, wie er das gemacht hat und seine Geschichte erzählt hat. Und es funktioniert auch, wenn man lange genug dranbleibt und lernfähig ist, ne, aus seinen Fehlern lernen kann und sich immer wieder neu herausfordert, dann klappt das auch irgendwann. Ja, definitiv. Sehe ich genauso. Die Schlüsselkompetenz wird das Durchhaltevermögen sein. Ja,
gibt es nichts anderes. Genau, sich kritisch hinterfragen, liefere ich Wert, sind die Nutzer, nutzen die mein Produkt, benutzen die es gerne, empfehlen sie es weiter, bin ich da auf dem richtigen Weg, muss ich was ändern? Auch oft ist es ja so, dass man stellt sich in seiner idealen Welt das Produkt vor und sagt, ah, so müsste das sein. Aber wenn man es dann baut, dann stellt man fest, nee, die Nutzer brauchen eigentlich was ganz anderes oder ziehen den Wert an einer ganz anderen Stelle des Produktes heraus, als man das selber antizipiert hat. Und da ist es dann wichtig, auf die Benutzerbedürfnisse zu reagieren und sich selber hinten anzustellen oder seine eigene Leidenschaft hinten anzustellen und zu sagen, okay, scheinbar muss ich von den Nutzern lernen, wo der Wert herkommt und ja, muss mich dann dort entsprechend anpassen. Also ganz wichtige Mindset-Sache. Es ist ja auch so, wenn, ich sag mal, diese erste Spannung und Freude und Enthusiasmus vorbei ist, wo es dann ums Arbeiten geht und auch mal langweilige Dinge durchzuziehen, ich glaube, da trennt sich dann auch die Spreu vom Weizen. Ne? Und also will ich mich gar nicht von freisprechen. Ich bin auch einer, der braucht immer diesen Kick des Neuen, irgendwas geschafft zu haben, irgendwas gelöst zu haben. Und ich muss mich mega disziplinieren, dann auch mal dabei zu bleiben, ein Ding bis zum Ende, auch wenn es dann in, weil ich auch ein Techie bin, in, ich sag mal, eine langweilige Technologie wird, weil ich das gemeistert habe, weil ich das gelöst habe, weißt du? Und das ist echt für mich persönlich die Herausforderung, dann halt dran zu bleiben. Du meinst dem Shiny Object Syndrome, ja, genau, von der Schippe zu springen, dass man nicht sagt, oh, das ist was Neues und das ist viel besser, sondern dass man sich wirklich einer Idee verschreibt, im Grunde sagt, entweder werde ich damit erfolgreich oder ich mache nie was anderes. Ne? Das ist noch nicht mal irgendwie, das andere ist viel besser, sondern diese Sucht nach irgendein komplexes Problem zu haben und mit neuen Gedanken, neuen Herangehensweisen das zu lösen. Weißt du, das ist, glaube ich, für mich der Kick. Und ich habe mir da halt so ein Routineprogramm zurechtgelegt, in dem ich immer wieder quasi erde und sage, okay, da muss ich jetzt durch das Produkt, ne, bis zum Ende. Ja, du sagst ja mit das Problem lösen. Du meinst wahrscheinlich das Problem technisch lösen, ne? Definitiv technisch lösen, ja. Aber zu einem Produkt, ein Produkt ist ja nicht nur eine technische Lösung, sondern auch das Marketing drumherum. Man muss die Nutzer finden, die Nutzer müssen das Produkt entdecken, müssen es nutzen, müssen Feedback geben und diese kontinuierliche Verbesserung. Diese Maschine muss man ja erstmal ins Laufen bekommen, ne? Ja. Also das war für mich, muss ich wirklich sagen, auch als Techniker eine sehr, sehr harte Lektion, die ich im Laufe meines Lebens gelernt habe, dass ich dachte, boah, die Technologie, das ist total wichtig, dass die 1A ist und dass es den neuesten Standard erfüllt und dann baust du eine Anwendung, die super top aussieht, die neueste Technologie verwendet und keiner nutzt sie. Exakt. Habe ich gestern noch von einem Freund, der aber beim großen Unternehmen arbeitet, gehört. Sie haben sich jetzt 2020 auf die Fahne geschrieben, in einigen Bereichen wird noch MS-DOS verwendet, dass das dann doch mal langsam abgelöst wird. Ne? Also technisch ganz schlimme Dinge, aber die liefern halt Wert. Und das ist das am Ende des Tages, worauf es ankommt. Wenn eine Abrechnung auf MS-DOS-Basis funktioniert, dann ist das ein Wert und die Technologie ist da zweitrangig. Ob das DOS, Windows, Linux oder wie auch immer ist, wenn die Firma ihre Abrechnung macht und das irgendwie funktioniert, ne, ist das egal. Hauptsache die Abrechnung ist der Wert, dass die gemacht wird und nicht die Technologie, die da drunter steht. Ne? Mhm. Das sieht man als Techniker natürlich oft mit einem traurigen Auge auch. Auch Software auf Geldautomaten ist oftmals sehr, sehr alt, aber es funktioniert, solange der Wert, den die Menschen von dieser Technologie erwarten, gegeben wird, ist alles andere zweitrangig erstmal. Ja. Und das ist hart für mich zu verstehen oder zu akzeptieren, aber es ist einfach so. Das ist so. Und das haben wir auch bei Chris Tenfers Fingerbeispiel gehört, dass immer wenn er an ein Problem gestoßen ist, ein technologisches Problem gestoßen ist, hat er das gelöst und ist dann weiter vorgegangen und er hat aber nicht sehr viel Zeit darauf verwendet, von Anfang an so eine Infrastruktur aufzubauen, dass man von vornherein alle möglichen technischen Probleme, die man vielleicht mal hat, von vornherein ausschließt. Ja. Aber du hast gesagt, also ich habe natürlich auch ein paar Produkte, die ich gebaut habe, die vielleicht nicht ganz so abgehoben haben, wie ich mir das vorgestellt habe, aber du sagst auch, du hast einige Lektionen gelernt. Vielleicht möchtest du ein paar teilen. Das drunterliegende Thema ist diese Technikverliebtheit. Ne? Also bei unserem ersten Produkt, da haben wir an der Software gebaut und gemacht und getan und ein Mutterschiff an Funktionalitäten, mein Gott, das war, ich weiß nicht, vom Umfang her vielleicht doppelt so viel wie Sing. Und das war für so ein Ärzteportal. Sie waren zu zweit, mein Partner und ich, und wir haben uns gegenseitig immer hochgepeitscht.
was das für ein tolles Tool ist und wie wir die Welt damit erobern. Und dann gehen wir live und das interessiert. Gesunde Portion Größenwahn. Größenwahn, genau. Ja, zum damaligen Zeitpunkt so relativ jung und voller Energie und was kostet die Welt. Ja, und dann waren wir live und das hat dann keine Sau interessiert, möchte ich mal sagen. Genau, das haben wir halt gemerkt, indem wir dann erst angefangen haben, mit Ärzten, Krankenhäusern und so zu sprechen. Und alle haben gesagt, ja, nee, im Moment brauchen wir das nicht. Wir sind schon gut ausgelastet hier und da. Und das hat uns dann natürlich komplett runtergezogen. Und das hat dann auch nicht lange gedauert, bis uns das so, ich sag mal, aus der Bahn geworfen hat, weil es so schwierig war, an dieses Klientel dran zu kommen. Und dann auch gemerkt, hey, die Entwicklung war echt Pipifax dagegen, ne? Sondern das Marketing ist das harte Zeug. Da musst du A, ein Mindset mitbringen, dich von einem Nein nicht beeinflussen lassen, den Nächsten anrufen. Und ja, die Erfahrung hatten wir da halt nicht. Und deswegen war das dieses Produkt, wo wir sehr viel Schweiß und Geld reingesteckt haben, haben wir es dann irgendwann eingestellt, ne? Und deswegen kann ich diese Bewegung, also Lean Development und dass man vorher Interviews führen soll, vorher User anrufen soll und fragen soll, hey, habt ihr das Problem? Ist das für euch ein Problem? Und wenn es so ein Ding gäbe, würdet ihr das nutzen und so weiter? Haben wir dann halt erst gemerkt, als das Produkt schon entwickelt war. Und dann haben wir uns jetzt auch gedacht, mein Gott, hätten wir das doch vorher gemacht. Wie viel Ärger, wie viel Zeit hätten wir uns da gespart. Auf der anderen Seite haben wir natürlich jetzt durch diese Erfahrung aber auch sehr viel an Weisheit in Anführungsstrichen gewonnen, ne? Und weiß jetzt genau und definitiv, wie man es nicht macht. Ja, als Techie fängt man an, eine Lösung zu entwickeln und entwickelt dann die Lösung immer weiter. Ne? Ja. Das ist so der natürliche Weg. Vielleicht wäre es cleverer, oder ich bin ganz sicher, dass es cleverer ist, du machst einfach eine Webseite, wo du drauf beschreibst, was das Produkt kann und sammelst Interessenten, also versuchst Leads einzusammeln dafür und bewirbst diese Seite und guckst, verstehen die Leute, was ich vorhabe? Wollen die das Produkt? Wie viel bezahlen die für das Produkt? Nutzen die es nur gratis? Würden die auch ein Abo dafür abschließen? Und. Also diese ganzen geschäftskritischen Fragen, die muss man im Grunde vorher stellen oder viele davon vorstellen. Und erst wenn da hinreichend Interesse ist, dann kann man sich in die Lösung begeben. Sehr richtig. Genau, das ist ganz wichtig. Bei meinem Tool, was ich über 3,5 Jahre gebaut habe, das war dieses Online-Tool für Gemeinschaftsgeschenke, was so ähnlich funktionierte wie Doodle. Und da war es so, dass wir mit diesem Tool gestartet sind, Abstimmung für Gemeinschaftsgeschenke. Das haben die Leute gar nicht so benutzt, sondern sie haben sich eher Geschenkideen gesucht. Was verschenken denn die anderen? Da hatten wir so einen Blog, da wo wir Geschenkideen beschrieben haben. Der hat dann immer mehr Traffic gezogen und irgendwann haben wir festgestellt, okay, das sind die Inhalte auf dem Blog, den die Leute eigentlich wollen. Da müssen wir diese Inhalte halt besser verpacken oder vermarkten im Sinne von E-Books, im Sinne von später Printbüchern. Und das hat dann gut funktioniert. Also man hat quasi aus einem Web-Tool ist dann eine Content-Plattform geworden. So, da waren wir Gott sei Dank so, hatten wir schon so viel Erfahrung, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen uns immer irgendwie an den Nutzern ausrichten und nicht hart unsere Idee durchdrücken, sondern einfach schauen, wo kommt der Wert her für die Leute. Okay. Und so hat sich das dann entwickelt. Aber das ist auch eine Position, eine Mindset-Position, die meiner Ansicht nach sehr wichtig ist, dass man die einnimmt, dieser Glaube, okay, ich weiß nichts, ich muss den Nutzer beobachten. Wie nutzt er das Produkt? Ja. Wo kriegt er den Wert her? Was ist ihm wichtig? Welche Probleme hat er? Wie löst er die Probleme? Wie kann ich ihm helfen, die Probleme zu lösen? Dass man das ins Zentrum stellt und wirklich, na, es ist fast schon eine Floskel, nutzerzentriert sein Produkt weiterentwickelt. Aber da kommt es eben wirklich drauf an, dass man nicht sagt, ah, ich weiß, wie das alles funktioniert und ich baue die perfekte Lösung, sondern dass man mit so einem Mindset dran geht, sagt, okay, ich mache mal etwas, was ich logisch finde und beobachte mal, wie die Leute damit umgehen und muss das dann entsprechend anpassen. Genau, das war auch ein weiter Weg und auch ein schmerzvoller Weg und da wurde auch viel entwickelt, was hinterher weggeschmissen wurde, ja, das stimmt. Bei Gravity CV, das ist ja das Skillbyte-Produkt für CVs, Lebensläufe eben digital abzubilden, da seid ihr etwas anders vorgegangen und zwar, da gab es ja schon eine erste Version, mit der ihr die Idee evaluiert habt und da habt ihr jetzt ja auch schon auch super viel gelernt und das eben weiter ausgebaut. Das geht sogar schon länger. Also ich habe mit meine CVs als Freiberufler immer verschickt, da hatte ich ja permanent dieses Problem. Das ging mir so auf den Nerv, dass ich irgendwie dieses Tool so nebenher abends so auf der Couch beim Fernsehen gucken, um auch mit neuer Technologie zu experimentieren,
habe ich das Tool selber programmiert, in so einer ganz einfachen Version. Und das habe ich dann einfach mal live gestellt und irgendwie nach ein paar Wochen waren schon irgendwie 15 User drauf und haben mir ein bisschen Feedback eingesammelt und habe das dann von einem Offshore-Programmierer quasi nachbauen lassen mit einer anderen Technologie, weil ich jetzt so die Gewissheit hatte, okay, das funktioniert, die Leute nutzen das, also anscheinend haben andere das gleiche Problem. Ich habe das dann von ihm nachbauen lassen mit mehr Features und das war dann ungefähr ein Dreivierteljahr live. Und dann haben wir uns entschlossen, okay, das müssen wir größer aufziehen. Weil viele Leute fragen dies und jenes an und wir haben auch keine richtige Zeit, um auch Support zu bieten. Das war ja immerhin ein Hobbyprojekt, immer noch. Ne? Und dann haben wir irgendwann mit der Skillbyte gesagt, so, das ziehen wir jetzt professionell auf, diesmal richtig und kaufen uns Ressourcen ein, auch Richtung Marketing und bauen das jetzt mal richtig nach. Und haben das dann auch da wieder mit einer ganz einfachen Version mit dem Wissen und dem Know-how und Feedback, was wir vorher in der Zeit gesammelt haben, in einer Version umgesetzt, die jetzt aktuell quasi live ist und haben dann wirklich beim Design viel Zeit verwendet, um User zu befragen. Also wir haben tatsächlich mit Video User befragt und gleichzeitig aufgezeichnet und hatten uns einen Fragenkatalog überlegt und haben gesagt, mach mal, ja, also versuch dich mal zu registrieren und geh mal mit dem Tool so und so um und versuch dich mal dran. Und haben mal aufgezeichnet, wie er damit umgeht, was er für Fragen stellt, wie er mit der Maus umgeht und was er für ein Feedback gibt. Und zum Schluss dann auch den Fragenkatalog durchgearbeitet. Am Schluss war die Frage, würdest du dafür bezahlen? Und wie viel? Wenn ja, wie viel würdest du bezahlen? Das haben wir dann mit ungefähr 20 Leuten gemacht. Also Entwickler, Projektmanager, aus dieser IT-Ecke diverse Rollen. Und auf Basis dessen haben wir das Tool dann quasi rund gemacht. Und das geht jetzt im September in dieser neuen Version dann live. Ich bin gespannt. Ja, so wie ich. Du auch. Mhm. Ihr habt diese Lerniteration, das ist ja jetzt schon das zweite Release, ne? Habt ihr dann schon einmal auch sehr gründlich dann durchgeführt. Bei dem Tool, da ist es ja wichtig, dass die Daten sicher abgespeichert werden und so. Richtig, da kann man nicht ja. So einen Schnellschuss wagen. Ja. Exakt. Also im Moment wird auch gerade ein Pentest durchgeführt, ne? Und wir müssen auch, gerade weil die Kollegen halt sehr stark danach fragen, also wie speichert ihr die Daten, wo speichert ihr sie? Die Kunden, meinst du? Die Kunden, genau. Also wenn da was passiert, dann können wir das Ding dicht machen. Also insofern wird der Schaden so groß, deswegen wollen wir da halt ganz, ganz sicher gehen, dass da alles okay ist und lassen das hier schon in zweiter Runde von Hackern durchchecken und ja, Verschlüsselungen und alles, was dazugehört. Also es gibt Dinge, die kann man nicht so agil machen. Gerade wenn es in Richtung Security und so geht, muss man schon, also insgesamt ist es natürlich sehr viel Aufwand, das ist alles selbstfinanziert. Ja, das ist irgendwie, keine Ahnung, mein Herzensprodukt, da gehe ich schon seit Jahren mit schwanger. Und ihr habt ja jetzt noch im Grunde drei Zielgruppen. Ne? Ihr habt einmal die IT-Entscheider, die das sozusagen als Inhouse-Lösung benutzen können, um ihr Team zu verwalten oder zu schauen, welche Skills hat denn mein Team? Ne? Wer kann zum Beispiel Französisch sprechen und besitzt die und jene IT-Skills, weil das für das neue Projekt gefragt ist? Die IT-Fachkräfte habt ihr als Zielgruppe, die da ihr Profil einstellen, um ihre Skills zu zeigen. Und die Personaler, die gegebenenfalls dann, wenn man es im Freiberufler-Kontext einsetzt, die diese Profile sichten und dann eben die entsprechend richtigen Kandidaten dann an die eigenen Kunden weiterleiten. Ne? Wobei die Personalvermittler keine direkten Kunden sind, sondern die bekommen von unseren Kunden, also diese IT-Unternehmen und IT-Schaffende, Programmierer, Freiberufler, Designer, keine Ahnung, die schicken diese Links an die Vermittler. Und die gucken sich das CV dann da online an oder können das downloaden. Aber das ist keine zahlende Kundschaft bei uns, die Vermittler. Und aber auch Stakeholder, die sozusagen in Kontakt mit dem System kommen und es nutzen, genau, bestmöglich nutzen können sollen, damit sie ihre Arbeit machen können. Ja. Okay, jetzt haben wir schon so ein bisschen darüber gesprochen. Wir haben jetzt nur Online-Tools als Tech-Produkt bezeichnet. Ne? Es gibt natürlich aber auch interne Werkzeuge, also dass man Kommandozeilenwerkzeuge, Importer, Exporter beschreibt, die im Unternehmen selbst Prozesse vereinfachen. So ein Video-Encoder wäre zum Beispiel ein Produkt, was man jetzt intern einsetzen könnte, oder eine App zur Reisekosten
Erfassung für Großunternehmen, die sie intern verwenden können. Branchenlösungen zur Abrechnungen für irgendwelche Ärztekammern oder sowas. Da gibt es ja auch sehr viele Tools, die ja dann teilweise auch auf den Arbeitsplatzrechnern fest installiert werden. Das wären ja auch Produkte, die nichts mit Web zu tun haben, aber die man durchaus entwickeln könnte, eben wenn man auf diese Nische geht. Absolut, Produkt ist Produkt. Produkt ist Produkt. Wie würdest du denn empfehlen, vorzugehen, wenn ich ein erfolgreiches Tech-Produkt bauen möchte? Ich würde sofort mit User-Umfragen starten. Das heißt, sich überlegen, wie ich meine Idee validieren kann. Ja, also ein Beispiel ist, ich baue eine Landingpage und tue quasi so, als ob das Produkt schon bestünde. Das heißt, ich designe In-App-Screens oder einfach eine Beschreibung, was auch immer, muss ich mir einfallen lassen. Die Landingpage soll quasi beweisen, dass überhaupt User draufkommen, dass User Interesse haben. Wenn ich zum Beispiel mit Paid Advertising arbeite von Facebook oder Google AdWords, dass ich überhaupt User draufziehen kann. Und dann würde ich einen Button einbauen, wie zum Beispiel jetzt registrieren oder jetzt kaufen oder mehr Informationen oder was auch immer, je nachdem, was das Produkt ist. Und dann würde ich auswerten, wie viele User, die auf die Seite gekommen sind, klicken tatsächlich drauf und würden eventuell auf den Buy-Button klicken. Man muss sich natürlich überlegen, weil das schon ein bisschen Verarsche ist für den User, der draufkommt und sich vielleicht freut oder was auch immer das Produkt haben will, was ich ihm dann für eine Message gebe. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Ehrlichkeit am besten ist, dass ich sage, hey, danke, dass du das Produkt kaufen wolltest oder dich registrieren wolltest. Wir validieren gerade die Idee und dafür, dass du jetzt quasi nicht sofort das Produkt haben kannst, sichern wir dir zu, dass wir, wenn wir das Produkt bauen, auch einen besonderen Preis einräumen oder was auch immer oder ein Goodie schenken, einen Amazon-Gutschein. Was auch immer. Ja, also du würdest evaluieren, auf der Seite steht ja das Leistungsversprechen dieses Werkzeuges, dass das sozusagen auf Interesse stößt und Leute sich da sogar eintragen. Genau. Ja. Oder sogar auf Buy klicken, um zu sagen, ja, das ist wertvoll, was du dir da überlegt hast und da würde ich gerne dran teilnehmen. Ja, das würde ich auch so sagen. Was auch wichtig ist, es gibt diesen Business Model Canvas, den kann ich in der Episode in den Shownotes verlinken. Das ist so ein Plan mit einigen Feldern, wo man sich Gedanken macht generell zu dieser Idee. Also noch vor der Landingpage vielleicht, dass man sich überhaupt erstmal Gedanken macht, wie monetarisiert das Produkt, welche Features muss es bringen, welche Partner brauche ich, um das zu realisieren, welchen Unfair Advantage habe ich vielleicht, also wenn ich wir sind ein IT-Unternehmen, unser Unfair Advantage wäre, dass wir uns sehr gut mit IT auskennen und da viele Möglichkeiten kennen, die vielleicht jemand, der nicht aus dem Gewerbe kommt, nicht so einfach nutzen kann. Vielleicht haben dafür andere Unternehmen ein Vertriebsteam, was schon da ist, was Produkte absetzen kann, dann wäre das deren Unfair Advantage. Und die einzelnen Felder dieses Business Model Canvas, was sollte man ausfüllen, um sich da Gedanken zu machen, wie die Idee überhaupt funktionieren kann. Kann, ich muss, weil man wird auch immer überrascht an vielen Punkten. Ja, dieser Business Model Canvas soll ja quasi unter dem Schirm dieses Lean Developments den klassischen Businessplan ersetzt, wo das eh alles Glaskugelleserei ist. Ich habe auch schon eins erstellt für dieses erste Produkt, wovon ich vorhin gesprochen habe. Das waren irgendwie, keine Ahnung, 80 Seiten Zeugs. Ja, okay, das zwingt einen natürlich ein bisschen den Markt zu analysieren, aber gerade diese ganzen Zahlen, die man sich aus dem Kreuz drückt, ja, 5-Jahresplan, 3-Jahresplan, ey, du weißt nicht, was morgen passiert. Ne? Ja. Ich glaube, da ist schnellere Iteration und Nutzerbefragung und Beobachtung ist da wichtiger. Also, dass man wirklich sagt, jetzt mal angenommen, deine Webseite, deine Landingpage, da würden sich genug Leute registrieren und man würde sagen, okay, ich mache einen ersten Test, dass man sich wirklich ein Feature raussucht, das Kernfeature und eine ganz basic Version implementiert, die nur das eine kann, das schon ausliefert an Kunden. Also, das ist auch ganz wichtig, dass man gerade bei Webentwicklung, wenn es vielleicht nicht datenkritisch ist, dass man sich traut, das Ding auch online zu stellen und benutzbar zu machen für Kunden, wenn es noch nicht perfekt ist. Das ist, glaube ich, so eine Krankheit in Deutschland. Nein, und dann wird da noch geschraubt und hier noch geschraubt. Nein, das Ding muss raus, sobald dieses Kernleistungsversprechen funktioniert und es einigermaßen benutzbar ist. Man kann es ja noch gratis lassen oder stark reduziert anbieten, dass jedem klar ist, dass es eine Testversion ist. Aber dass man etwas hat, was also so schnell wie möglich in die virtuellen Hände der Nutzer bekommt, um zu gucken, wie gehen sie damit um. Also das Lernen muss einfach im Zentrum stehen. Wie gehen sie damit um? Funktioniert das so?
liefert es einen Wert für die Benutzer und diesen Zyklus, dass man den schnellstmöglich startet. Und dann lernt man so schnell, okay, die Benutzer brauchen eigentlich das und das oder man bekommt so und so Anfragen. Muss ich das so umbauen? Und dann gibt quasi der Benutzer ein Stück weit vor, wie der Prozess optimal für die Zielgruppe des Benutzers zu funktionieren hat, damit er möglichst ohne Reibungsverluste das Werkzeug nutzen kann. Und der sogenannte Product Market Fit ist dann erreicht, wenn eben die Kunden sagen, ja, dieses Tool kostet X im Monat und das ist es auf jeden Fall wert, weil dafür bekomme ich ja diese Leistung und diese Leistung ist viel wichtiger als das Geld, was ich dafür bezahle. Also das ist auch ganz, ganz wichtig, das möchte ich nochmal betonen, zahlen die Kunden für diese Lösung. Ne? Das hört sich jetzt so kapitalistisch an. Meine Philosophie ist die, ein echtes Produkt hat die Kraft oder liefert so viel Wert, dass es sich selber finanzieren kann und die eigene Weiterentwicklung dann auch wirklich finanzieren kann aus dem eigenen Cashflow. Wenn du etwas baust, was zwar genutzt wird, aber die Leute bezahlen nicht dafür, das ist ein Hobby, das ist kein Produkt. Ja. Ein Produkt wird bezahlt und kann aus sich selber wachsen. Alles, was ich sonst mache, Foren, die gratis betrieben werden mit Tausenden von Mitgliedern. Hier dieser Podcast zum Beispiel, ne, der ist ja nicht monetarisiert. Das ist ein Hobby, das ist kein Produkt. Produkt wird es dann, wenn etwas beginnt, sich selber zu tragen oder das Potenzial hat, sich selber zu tragen. Definitiv, ist ja Sinn und Zweck der Sache am Ende, ne? Wie du so schön sagst, das ist ein Hobby. Das ist einfach meine Philosophie und ich denke, das passiert auch, wenn du etwas erschaffst, ein Produkt erschaffst, was so viel Wert liefert oder was Leuten so wertvoll ist, dass sie einen bestimmten Betrag dafür bezahlen, dann strömt diese Energie ja auch wieder in dem Produkt zu und gibt dir, das Geld ist ja nur eine Energieform, davon kann man jemanden beschäftigen, der das weiterentwickelt. Man kann es selber weiterentwickeln, kann Marketing machen, man kann Grafikdesign machen, ne? Und das Geld sozusagen wieder in ein besseres Produkt zurück umwandeln. So, und dann läuft dieser Kreislauf und dieser Schneeball, der dann rollt, wird dann eben immer größer oder das Produkt wird immer besser. Allerdings, und das möchte ich jetzt auch einstreuen, das ist aber mehr so eine Kritik an Produkten generell, vielleicht kennst du das auch. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ein Produkt zu gut funktioniert, dann wissen die Entwickler nicht, wann es fertig ist. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Irgendwann ist ein Produkt meiner Ansicht nach auch fertig und dann kann man es noch warten, aber es ist ganz wichtig, es dann nicht mit tausenden Funktionen zu überfrachten. Ja. Ja, und jetzt könnten verschiedene Softwarelösungen, also Packprogramme sind da ganz vorne, die fangen an mit als Packprogramm, irgendwann kann man Videos damit bearbeiten. Das ist für mich immer so ein Symbol, so ein Zeichen. Jetzt haben wir es wirklich übertrieben. Also Media Player oder Packprogramme finde ich da ganz schlimm, dass man auf einmal 1000 Funktionen da drin hat und keiner benutzt die oder ein Promille nutzt die. Und meiner Ansicht nach wäre das dann wieder ein anderes Produkt, weil es eben dann eine andere Zielgruppe anspricht, aber steht vielleicht auf einem anderen Blatt, wann ein Produkt fertig ist. Ich meine, das ist natürlich schwierig, ne? Klar, du kannst natürlich ein gewisses Set an Features und so definieren, aber das lebt ja auch. Du bekommst ja Kundenfeedback oder neue Dinge entstehen, was wiederum Einfluss auf dein Produkt hat und du willst am Markt bleiben, am Kundennutzen bleiben. Also für mich ist es schwierig, da eine Grenze tatsächlich zu ziehen, zu sagen, wann es fertig ist. Weißt? Also mir schwirren zum Beispiel Millionen Ideen vom Kopf, wie ich Gravity CV weiterentwickeln könnte. Ne? Nee, bei Gravity CV sehe ich das auch nicht so, aber zum Beispiel PDF-Reader ist für mich so ein Beispiel. So, man hat eine Software installiert, ein Programm installiert, um PDFs anzuschauen. Mhm. Das ist die Kernfunktion. Und irgendwann nimmt dieses Werkzeug so überhand, dass es wiederum ein Feature ist, wenn PDF-Reader rauskommt, der nur PDFs anzeigen kann, der total klein ist, 300 Kilobyte, der so schnell ein PDF aufklickt und wieder zuklickt, also unter Windows dann. Sumatra PDF wäre so eines, dass man sagt, okay, jetzt ist das normale PDF-Programm vom Hersteller so groß geworden, dass wieder ein Markt entsteht für Leute, die einfach nur die Kerndienstleistung PDF angucken haben wollen und da biete ich jetzt wieder eine abgespeckte Lösung an, die nur die Kerndienstleistung anbietet. Ja. Weißt du, dass der Grund, warum das Produkt ursprünglich mal entstanden ist, so weit aus dem Fokus gerückt ist, dass es wieder ein Feature ist, nur genau diesen Punkt zu bedienen. Ja. So, und da wäre für mich so ein Punkt, wo ich sagen würde, jetzt haben wir das Rad zu weit gedreht. Was sind denn die häufigsten Gründe bei Tech-Lösungen oder bei Tech-Produkten, wenn es nicht klappt? Entweder bin ich nicht lange genug dran geblieben, zu schnell aufgegeben oder ich habe das vielleicht unterschätzt, was das für eine Arbeit ist und kann das vielleicht alleine nicht leisten. Also wenn ich Programmierer bin,
Zum Beispiel kann ich das Marketing nicht selber machen. Ich bin introvertiert, kann mein Produkt nicht pitchen und finde auch keine geeigneten Partner. Also ich finde, wenn ein Produkt dann erfolgreich werden soll, kann man das fast schon allein nicht mehr schaffen. Das ist so wie früher, keine Ahnung, sich einer hingesetzt hat und so ein Spiel programmiert hat wie Asteroids und das hast du in 3 Tagen programmiert und hast einen Welthit gelandet. Ne? Wenn du dir heute mal ein Spiel anguckst, wie kompliziert das ist, da sind ganze Teams dran, mehrere Jahre. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Web-App-Entwicklung und so weiter genauso kompliziert ist, aber als Einzelkämpfer ist es schwierig. Man braucht jemanden, mit dem man sich austauschen kann, einen Sparringspartner, der vielleicht sogar in einem anderen Gebiet unterwegs ist als man selbst. Also das sind für mich so die Gründe. Das ist auch so ein bisschen verzerrtes Bild, ne? Dass man wie bei Minecraft oder so dann denkt, oh, das hat jemand alleine programmiert, ja, aber man blendet aus, dass der irgendwie 10 Jahre vorher schon nur Spiele programmiert hat, also das auch sein 23. Versuch ist und dass zufällig jetzt einer von Hunderttausenden mal so ein Hit gelandet hat, aber wenn man heute zu Hause sitzt und darüber nachdenkt, ein erfolgreiches Produkt zu bauen, dann möchte ich ja nicht Lotto spielen und sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 100.000, dann lege ich mal los, sondern ich möchte ja ich glaube ja, dass ich ein wichtiges Problem löse und möchte das möglichst smart angehen. Ne? Was natürlich auch zur Folge haben kann, dass man rausfindet, dass das Problem, was man selber glaubt, was wichtig ist, gelöst zu werden, gar nicht so wichtig ist. Ja. Das glaube ich, ehrlich gesagt, ist der Nummer 1 Grund, warum Produkte scheitern. Dass Lösungen gebaut werden für Probleme, die zu wenige Menschen haben oder wo zu wenige Menschen bereit sind, dafür zu bezahlen. Ja, da bin ich gespaltener Meinung. Oh, jetzt wird's spannend. Ja, also ich finde, man muss nicht immer ein Problem lösen, um erfolgreiches Produkt haben. Bestes Beispiel Apple, ja, Steve Jobs und dem iPod. Ja, ich meine, was für ein Problem hatte man damals mit dem Walkman? Kassette, langsam. Es war ja kein, du wusstest ja nicht, dass es langsam ist, weil es nichts Schnelleres gab. Das war damals halt Hightech. Ne, oder beziehungsweise Stand der Technik. Du hattest kein Problem. Du hattest eine Kassette reingesteckt, hast Musik gehört. Und auf einmal kam einer, der einfach ein besseres Produkt, also mehr Lieder, 1000 Songs speichern konntest, schnell hin und her spulen konntest. Du hast einen Bandsalat nicht mehr gehabt. Da hat einfach ein Produkt, was es schon gab, verbessert. Oder mit dem Telefon, genauso. Wir hatten kein Problem mit dem Telefon. Ja? Man hat das Telefon rausgenommen, telefoniert, Problem gelöst. Ja, da ist es noch eher so, ja. Aber er hat einfach irgendwas erschaffen, dass die Leute noch gar nicht wussten, dass sie das wollen. Was, das finde ich faszinierend. Und aus dem Nichts ein Ding zu erschaffen, wo die Leute gar nicht wissen, dass sie es wollen, ist schon hohe Kunst. Das ist auf jeden Fall die höchste Kunst. Man darf natürlich nicht vergessen, dass bei Apple die smartesten Leute arbeiten mit den größten Budgets, die man sich überhaupt vorstellen kann und dass man da natürlich andere Möglichkeiten hat, als das vielleicht jetzt so ein mittelständisches Unternehmen ganz klar hat. Ne? Aber, das muss man auch sagen, Apple geht natürlich auch die großen Probleme an. Ne? Einen Computer einfach zu bedienen, ja. Die Musikindustrie zu revolutionieren, die Telefonindustrie einfach zu revolutionieren und das haben sie jedes Mal geschafft. Also das muss man echt den Hut ziehen, ja. Da ist es ja so, dass sie einen Markt auch erschaffen haben. Ja, da hast du recht, das ist ganz große Kunst. Da gibt es nichts drum rumzureden. Noch Gründe, warum es schwer wird für, ich sage einfach mal Startups oder Solopreneure, die eigene Projekte bauen, ist, dass sie direkt am Anfang alles wollen. Du hast das eben mit zu früh aufgeben bezeichnet. Und es muss sicher sein und es muss sexy sein. Also es muss gut aussehen und es muss schnell sein und es muss perfekt skalieren und das Marketing muss sitzen. Ne? Dass man einfach zu viel will und dann untergeht. Ne? Früh das Projekt ausliefern, wenn es etwas kann und dann lernen mit dem Kunden. Das, glaube ich, ist der erfolgsversprechendere Weg, anstelle 5 Jahre im Kämmerlein das Produkt zu entwickeln und dann tada, hier ist es und niemand hat auf dich gewartet, so wie ihr das mit dieser Plattform hattet, von der du eben gesprochen hast. Wenn man an das Beispiel Zoom denkt, Anfang des Jahres, also dieser Video-Chat-Dienst, die haben ja auch erst Sicherheit eingebaut, als es zum Problem wurde, wenn man mal böse sagt. Ne? In dem Moment, wo die halbe Welt das benutzt hat, war es auf einmal doch eine Priorität. Aber auch die gibt es noch, die leben noch und das hat sie nicht umgebracht, dass sie dann schnell die Sicherheit noch dran geschustert haben. Ne? Ja.
wie übrigens auch viele andere. Es gibt, das ist auch kein Geheimnis, wer die PayPal-Geschichte kennt, der weiß, dass auch PayPal sehr viel Geld verloren hat in den Anfangszeiten, einfach durch Fraud, also durch Kreditkartenbetrug. Und die haben das einfach erstattet, bis irgendwann das Budget für Erstattungen von Kreditkartenbetrug so groß war, dass sie gesagt haben, nee, da können wir jetzt auch eine Lösung für entwickeln, dass das gar nicht mehr passiert, weil wir glauben, dass das mittlerweile günstiger ist. Und die haben das sozusagen einfach übers Bankkonto entschieden. Ja, und einen Grund hast du auch schon angesprochen, dass sich das Team nicht gut ergänzt, ne? Also 10 Tech-Könige, das wird schwierig, sondern man muss so ein bisschen, also ich glaube, man muss sich schon gut verstehen, sonst macht das nicht so viel Spaß und man kommt doch nicht so weit, aber die Kompetenzen müssen sich gut ergänzen. Also der eine ist ein bisschen zurückhaltender, dafür kontrolliert er etwas besser, der andere ist pushy und setzt sich durch, guckt nicht so genau hin, aber der bringt halt auch die Sachen vorwärts, sodass man da alle Perspektiven ein bisschen bedenkt, um da nicht zu sehr auf die Füße zu fallen und auch Chancen dann eben nutzt, wenn sie dastehen und nicht zu verkopft die an sich vorüberziehen lässt. Und was auch natürlich passieren kann, ist, wenn man so, ich sag mal, als Freunde oder Weggefährten startet und dann wird das mal heiß, ja, und problematisch, dann geht sowas auch oft schief und man streitet sich und geht irgendwie auseinander. Deswegen ist auch ein Tipp, irgendwie vorher, egal wie gut man sich versteht, alles zu regeln. Einmal hinsetzen, eine Woche einschließen, alles schriftlich fixieren für den Fall der Fälle, damit es hinterher dann kein böses Blut gibt. Einfach, dass man Klarheit hat. Also vielleicht nicht genau ganz am Anfang, aber sobald das professionellere Züge annimmt, ja, würde ich das auch so sehen. Ja. Und man jetzt gemeinschaftlich entscheidet, da substanziell Zeit, Geld zu investieren. Ja, dann auf jeden Fall. Wenn da noch andere Kulturen aufeinandertreffen, ne? Du hast eben schon von Offshoring gesprochen. Ich habe auch meine eigenen Offshoring-Erfahrungen, ne? Dass Nein nicht immer Nein heißt und Ja nicht immer Ja heißt. oder auch so Zeitplanung, dass das durchaus kreativ ausgelegt werden kann. Das sind dann andere Herausforderungen, die meistens erst unterwegs klar werden, ja. Super, vielen Dank, Marzia. Sehr gerne. Sie hat sehr viel Spaß gemacht, die Folge. Ja, mir auch. Wie immer. Auch wenn alte Erinnerungen und Wunden aufgerissen wurden. Es gibt eine Veranstaltungsreihe. Ich weiß, dass sie in Düsseldorf abgehalten wird. Ich bin mir nicht sicher, ob sie auch in anderen Städten Deutschlands abgehalten wird. Die sogenannten Fuck-Up-Nights. Wo Unternehmer von ihren schlimmsten Fails erzählen. Oder ich weiß nicht, ob es die schlimmsten sind oder von Fails erzählen. Fehlentscheidungen, die sie getroffen haben. Dinge, die gehörig daneben gegangen sind. Und das ist ein großer Erfolg, weil gerade in Deutschland, Österreich und der Schweiz spricht man ja nicht so gern übers Scheitern. Ne? In Amerika ist es mehr so, okay, bist du hingefallen, jetzt ist wichtig aufzustehen und weiterzumachen. DACH, da ist man schneller verbrannt. Deshalb spielt man hier mehr auf Sicherheit. Und da ist das ein ganz erfrischendes Format, das man sich mal angucken kann. Ich glaube, es sind auch Videos davon online. Also einfach mal Fuck Up Nights Düsseldorf bei YouTube suchen oder Fuck Up Nights generell suchen. Und da gibt es einige Videos dazu und auch Veranstaltungen. Wenn unsere Zuhörer Fragen haben oder Feedback zu der Podcast-Episode, können sie gerne eine E-Mail schicken an podcast@skillbyte.de. Lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert unseren Kanal. Weitere spannende Technologie-Themen findet ihr auf skillbyte.de/blog. Wir freuen uns immer über Kommentare. Marzia, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Dir auch, Maurice. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.